Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Ja, das auf meinem Bildschirm ist die neue Falle. Die Teergrube. Und wie kriegt man die überhaupt aktuell? Ja, aktuell habe ich sie bisher nur im Shop gesehen. Man soll sie wohl auch in normalen Lamas ziehen können, denn wie ihr vielleicht gesehen habt, als ich die 45 Event-Lamas geöffnet habe, gab es kein einziges Mal diese Falle. Ich habe sie mir im Shop gekauft, bin dann in meinem Waffenlager auf die Skizzen, auf die Fallen gegangen und habe diese Falle mit legendären Kraftquellen auf legendär aufgewertet. Und hier seht ihr auch meine Perks. Ich verrate euch auch, warum ich die Perks so gewählt habe. Festes Element ist Feuer bei der Waffe, weil man kann sie in Brand setzen. Man selbst kann sie in Brand setzen, nicht automatisch. Dann kann man natürlich die Haltbarkeit erhöhen oder den Schaden oder Crit-Wertung. Nachladegeschwindigkeit habe ich auch deutlich erhöht. Zwei Perks Nachladegeschwindigkeit genommen. Im mittleren Perk-Slot habe ich auch wieder den Schaden erhöht, anstatt Haltbarkeit oder Crit-Wertung. Und als letztes habe ich mal die Haltbarkeit genommen, weil ich fand, dass 24 Standard-Haltbarkeit wirklich wenig sein könnten. Ja, und was die Haltbarkeit betrifft, muss ich euch sagen, egal wie viel Haltbarkeit ihr hier stehen habt, selbst wenn es 100 Haltbarkeit ist, das wäre immer noch zu wenig. Meiner Meinung nach. Definitiv. Ich habe die Perks jetzt alle auf blau. Ich habe jetzt nichts extra hochgewertet. Liegt daran, ich kann die Waffe, ach die Falle, auch nicht recyceln. Das heißt, wenn die halt schlecht wäre oder ultra gut wäre, möchte ich natürlich immer noch entscheiden können, wenn ich jetzt auf blauen Perks habe und sie gefällt mir nicht oder sie gefällt mir, kann ich dann hochleveln oder kann ich sie nicht hochleveln? So, und da ich sie nicht recyceln kann und sie hat noch keinen Sammelalbumsplatz, doch hat sie ja, aber ihr wisst, was ich meine, ich kriege ja da kein Material zurück, wenn ich sie ins Sammelalbum stecke. Deshalb spielen wir die ganze Falle jetzt einfach mal. Ich habe mein Steinwald-Sturmschild vorbereitet und wir sehen uns dort. So, ihr seht, ich habe hier einen komplett geraden Tunnel gemacht und den habe ich extra so gemacht, dass die Gegner hier definitiv reinlaufen. Das heißt, alle Gegner rennen in diesen Tunnel rein. Ihr seht, eine Teergrube hat 40 Haltbarkeit. 2, 3, 4, 5, 6 Stück davon. Also 240 Haltbarkeit haben wir hier. Und am Ende habe ich eine Bereitseite stehen. Einfach nur, um halt zu testen. Und so seht ihr, wie die Falle funktioniert. Sie wandelt eure Hüllengegner quasi in Teamkameraden von einer V-Bucks-Mission um. Die Hüllen gehen einfach komplett AFK. Gerade hat sich die Falle einfach von selbst ausgelöst. Ihr könnt die auch manuell auslösen, indem ihr drauf schießt, sobald Gegner drauf sind. Dann setzt ihr die Gegner in Brand. Das könnt ihr halt jedes Mal wieder machen. Jetzt muss ich hier mal eine Zeitverzerrung aktivieren, weil ich habe hier keine Fallen platziert, die Schaden machen. Jetzt habe ich den Deckengasfalle mal reingesetzt. Fallen aktivieren das auch, soweit ich es beobachten konnte. Die Bereitseite, wenn sie hier reinschießt. Schieß mal rein, Breitseite. Hat es natürlich nur welche erwischt, wo keine Gegner drauf standen. Das funktioniert auch nur, wenn die Gegner draufstehen. Aber vielleicht hat es der ein oder andere jetzt gerade schon gesehen. Deshalb habe ich mir gesagt, die Haltbarkeit wird euch niemals ausreichen. Seht ihr das? Erste, zweite, dritte, die vierte Falle. Alle vier sind schon verbraucht. Die ersten vier alle komplett weg. Unnormal kritisch finde ich das. Also wirklich, ich finde das richtig heftig. Pro Gegner, der einen Fuß auf die Teergrube setzt und eingefroren oder eingeteert wird, verliert ihr eine Haltbarkeit. Wenn dann solche Gegner-Spawns kommen wie hier, dass da mal 10 Gegner gleichzeitig laufen, dann sind sofort 10 Haltbarkeit weg. Und wenn ihr da 40 Haltbarkeit drauf habt, dann ist eure Falle in wenigen Sekunden weg. Aber, ich habe trotzdem was Positives an dem Ganzen gefunden. Zack, zack, zack. Muss man hier mal ein bisschen Damage machen. So. Und zwar, was die Falle extrem besonders macht, wenn ihr einen Miniboss habt, der zum Beispiel Fallen verwundbar ist, ne? Die sind ja immer super ätzend einzufangen, wenn man die in so einen kleinen Kasten aus Breitseiten bauen möchte. Guck mal hier. Zack. Selbst der Miniboss bleibt einfach drin stehen. Also zumindest für wenige Sekunden. Was ich ultra praktisch finde. Aber wir gehen jetzt nochmal ganz kurz in den Talk rein. So. Also, es kam ja bei vielen auch die Frage auf, ob der Bodengefriere ersetzt wird durch die Teergrube. Und ich muss sagen, ich finde wirklich viele Punkte negativ an der Teergrube. Erstens, der Schaden. Es ist Feuerschaden, es ist begrenzt gegen Naturgegner. Klar, gegen physische Gegner macht das auch Schaden, das haben wir gesehen. Aber der Schaden ist nicht wirklich hoch. Klar, ich kann noch 10% draufhauen vom Schaden. Allein beim Feuerperk und dann nochmal ein paar 10%. Also insgesamt kann ich 30% Schaden jetzt noch drauf machen, bei den Perks, die ich gewählt habe, ne? Das macht aber auch nicht so viel Unterschied.
10 da, 10 da und 10 hier. Ja, das heißt 20, 30, 30. Das wäre der Schaden im Maximum. Klar, ich kann Nachladegeschwindigkeit, kann ich auch noch wegschmeißen. Aber, also für den Schaden, der Schaden wäre okay. Ganz ehrlich, wenn die Teergrube einmal auslösen würde, sobald ein Gegner drauf tritt und dann ihre Nachladezeit hat, die sie hier bei den Werten stehen hat, 7,7 Sekunden. Und nach 7,7 Sekunden, dann festigt sich das ganze Teergebiet nochmal ganz kurz. Das heißt, alles, was nach 7,7 Sekunden nochmal draufsteht, wird für eine Haltbarkeit festgehalten. Das wäre so mein Gedanke. Und von mir aus kann es dann nochmal eine Haltbarkeit extra verbrauchen, wenn man draufschießt und das in Brand auflöst, weil dadurch löst sich ja auch der Teer wieder auf. Ja? Das wäre verständlich. Dann hat man 2-3 Haltbarkeiten so verbraucht. Aber wenn jeder Gegner, der hier den dicken C in den Teer eindippt, als Haltbarkeitsverlust für die Falle zählt, wow. Das ist echt kritisch. Ich habe ja hier 6 Stück platziert. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Die werde ich jetzt mal alle abreißen. Hier kriege ich nämlich erstens mein Material zurück. Wenn die Falle günstiger wäre, wäre das alles auch kein Problem. Dann würde mich das ehrlich gesagt auch fast gar nicht interessieren. Ich sage fast, denn ich finde es schon ziemlich nervig, wenn man daran denken muss, in einer Verteidigung von einer Mission, nach gefühlten 20 Sekunden in seinen eigenen Fallentunnel reinzugehen, zu riskieren, dass sich ein Propani in die Luft springt, nur damit man eine neue Bodenfalle platzieren kann, weil eine Fläche frei geworden ist. Das ist nämlich super riskant. Ihr seht hier, die kostet Quarz und Mechanikteile, ja, die Falle. Ich finde auch, dass die Kosten durch diesen Nutzen gar nicht gerechtfertigt sind. Dadurch, dass sie so schnell verbraucht wird. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal mit 6 Bodengefrierern. Und um fair zu bleiben, habe ich auch die Perks auf blauen Seltenheitsgrad gemacht. Und die Falle ist auf 106. Genau wie die Teergrube. Ja? Und wenn wir hier mal auf die Werte gucken. Wahrscheinlich ist das gerade verbuggt, weil ich im Menü hier so bin. So. Der Bodengefrierer hat ebenfalls 7,7 Sekunden Nachladezeit. 34 Haltbarkeit. Hat er die auch wirklich? Ja, der hat auch wirklich 34 Haltbarkeit, weil ich habe, glaube ich, nichts auf Haltbarkeit gemacht. Ne, Effektdauer und komplett Einschlag, wegstoßen, nachladen, Einschlag, wegstoßen, nachladen. Ja, gucken wir uns das Ganze doch jetzt einfach mal an. Ja, die Falle macht zwar keinen Schaden, aber wenn wir natürlich in die Beschreibung reingucken, Feinde frieren für kurze Zeit ein, was sie anfälliger für Schaden macht. Finde ich super wichtig zu wissen, denn wenn sie anfälliger für Schaden sind, lohnt es sich auch viel mehr, diese Deckengasfalle, die ich zum Beispiel hier gerade eben platziert habe, mal hinzusetzen. Und wir gucken jetzt einfach, wie die Schadenszahlen sich verändern, wenn wir das hoffentlich erkennen können. Wenn wir die Bodengefrierer benutzen, anstatt eine Teergrube. Ich zeige euch noch kurz, was kostet ein Bodengefrierer. Er kostet nämlich, meine Maus ist nicht verbuggt, Mineralpulver, ebenfalls Quarz und ebenfalls Roherz. Ja? Das heißt, anstatt Mechanikteile, 2 Stück, werden 2 Mineralpulver verbraucht. Und wir gehen jetzt in den Test. So, jetzt haben wir den ganzen Spaß, wie ihr es gesehen habt, kopiert. Ja? Ich habe weniger Haltbarkeit hier. Ich habe nämlich nur 34 Haltbarkeit pro Bodenfalle, die ich hier stehen habe. Dafür schauen wir uns mal an, wie der Bodengefrierer so funktioniert im Vergleich zur Teergrube. Positiver Punkt bei der Teergrube, darf ich euch sofort sagen, sobald der erste Gegner drauf tritt. Die Teergrube, die bremst die Gegner immer sofort aus. Der Bodengefrierer macht das nach dem Einschlagswert. Das heißt, wenn die Gegner Schaden kriegen, gestunt sind oder sonstiges, ist es viel einfacher, diese einzufrieren. Aber wir sehen hier schon, die Deckengasfalle macht 46.000 Schaden normalerweise und 58.000 Schaden, wenn die Gegner vom Bodengefrierer eingefroren sind. Hey, lass mich in Ruhe. So. Und wie sieht das mit der Haltbarkeit aus? Sie friert alles ein, was auf dem Bodengefrierer draufsteht und verbraucht pro Aktivierung eine Haltbarkeit. Was absolut bemerkenswert ist, wenn man das wirklich vergleicht mit dem, was wir als neues Stück bekommen haben. Jetzt warten wir gleich auch mal auf den Miniboss. Sollte jeden Moment hier spawnen. Ich klatsche einfach noch ein bisschen mit der Kanonade rein. Meine Kanonade ist zwar komplett auf Haltbarkeit gebaut, weil ich damit nur Gebäude kaputt sprenge, aber ja, ach, schieß mal ein bisschen mit der Minigun rein. Das Schöne ist ja, wir machen viel mehr Schaden, weil sie halt eingefroren sind. Und ich sehe auch schon die Miniboss-Kapsel. Alles klar, Jungs, es tut mir leid. Hier, ich schmeiß noch eine Granate für euch. Ein bisschen schlecht geworfen. Ich glaube, dem sein Wurfarm ist eingeschlafen hier. Aber
Hier sehen wir jetzt Miniboss-Kapsel. 15 Sekunden habe ich noch, alles klar. Können wir noch ein bisschen hier reinlasern. Lasern wir noch ein bisschen in die Hütte rein. Sturmgewehr, Review kommt auf jeden Fall auch noch. Keine Sorge. Wenn es schon existiert. Einfach mal stöbern auf dem Kanal. Es kommt aber nach diesem Video raus. So. Jetzt haben wir nämlich den Miniboss und Bodengefrierer. Das ist der Punkt, den ich in der Teergrube halt so richtig feiere, ne? Die Teergrube, ja, die stunt ihn einfach. Zwar nur für 3 Sekunden, also die Hälfte der Zeit, die die Teergrube eigentlich den Gegner stunnen soll, aber ja, Bodengefrierer macht es halt nach Einschlagswert und ein Miniboss auf einen so kleinen Einschlagswert zu kriegen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Miniboss durch einen Bodengefrierer eingefroren wurde. Das heißt, ja, Bodengefrierer finde ich tatsächlich deutlich besser als die Teergrube. Und das tut mir weh, weil ich habe mich super, super, super auf eine neue Falle gefreut. Jetzt kommt hier, zack, alles neu. Okay, komm, probier noch einmal. Kannst du nämlich knicken, alles klar. Und das heißt, wir gehen mal ganz kurz ins Fazit. Auch wenn das Video echt kurz gehalten ist. Also Fazit zur Teergrube im Teergrube versus Bodengefrierer Video. Ich muss sagen, ich würde nicht vom Kauf abraten. Auf keinen Fall. Obwohl ich nicht begeistert bin von der Falle, aber wenn ihr eine Gruppenmission spielt und ihr habt halt einen Miniboss in dieser Gruppenmission, der spawnen wird, oder ihr spielt eine Alarmmission und habt einen Miniboss, der spawnen wird, und da könnt ihr euch vielleicht nerven, weil der ein sehr hohes Level hat. Es ist nicht verkehrt, 2-3 Fallen davon im Inventar zu haben, damit ihr sie zur Not platzieren könnt, bevor der Miniboss einfach eure gesamte Basis niederschmettert oder sonstiges macht oder Teamkameraden aus dem Leben rausnockt. Deshalb 2-3 Fallen davon dabei haben ist okay, aber meine persönliche Verwendung und das, was ich wirklich auch empfehlen würde, vielleicht habt ihr auch eine andere Spielart, aber ich würde diese Falle niemals in einem richtigen Fallentunnel benutzen. Zumindest nicht im aktuellen Stand, weil dafür ist erstens, wie gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist komplett in den Keller gefallen bei der Waffe, bei der Falle. Ich sag immer Waffe, Mann, was soll das? Ja, Mechanikteile, Quarz, dafür, dass die Falle in wenigen Sekunden weg ist. Und das Ding ist, so eine Bremsfalle ist ja super sinnvoll, wenn viele Gegner kommen. Das heißt, wenn sie sinnvoll wird, dass viele Gegner kommen, weil ihr viele ausbremsen wollt, um Übersicht zu behalten und sie ja zu dezimieren, dann wollt ihr die Falle eigentlich benutzen. Aber umso mehr Feinde drauftreten, desto schneller ist das Ding auch weg. Ich habe keine Ahnung, ob das verbuggt ist aktuell oder ob das so gewollt ist. Mein Wunsch wäre, dass Epic Games die Haltbarkeit noch so ändern wird, dass sich das verbraucht wie bei einem Granatwerfer. Es kann dann von mir aus, also ist ja nur meine Meinung, aber es kann dann von mir aus pro Gegner etwas verbraucht werden, aber halt nicht ein ganzer Punkt der Haltbarkeit, wie bei einem Granatwerfer, wie gesagt. Das wäre zumindest Wunschdenken. Ob das passieren wird, keine Ahnung. Wenn es passieren wird, dann folgt ganz sicher nochmal ein Video, damit ihr auch alle auf dem aktuellen Stand seid, und ich werde es als Kommentar hier unter dem Video anpinnen, falls jemand dieses Video findet. Aber solange das nicht der Fall ist, werde ich sie persönlich nur für Minibosse verwenden, und ansonsten bleibe ich sehr gerne beim Bodengefrierer, denn dann nehme ich auch noch den Mehrfachschaden mit und vor allem, also die Kosten, der Preis-Leistungs-Verhältnis, Teergrube versus Bodengefrierer. Der Bodengefrierer ist da so richtig ein 5-Sterne-Hotel und die Teergrube, die ist so ein ganz klein bisschen Plumpsklo mit Fernseher drin. In dem Sinne würde ich sagen, Outro kommt.